Und jetzt machen wir den Test. Dafür gehen wir erstmal wieder zum Start zurück. Beziehungsweise wir gehen nicht, wir fliegen, so wie es gerade hier aussieht. 18 Minuten, dann haben wir Oktober. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das ist Wahnsinn. So. Ja. Ich finde, die Laternen sehen irgendwie schön aus. Da gibt es auch noch diese Laternen. Leuchten die halt anders. Na. Ist halt ein anderer Design, ne? Jo. Machen wir auf der einen Seite erstmal. Immer zwei Blöcke Abstand. Das in der Überlebenswelt finden, dann wäre es richtig gut. Ich habe ja vorhin gesehen, es gibt ja noch sogar noch eine Glocke. Ich will mal gleich mal gucken, ob die wie die klingt, ob man die auf die irgendwie auch irgendwie Geräusch macht. Mehr kommt heute nicht dran. Ich lasse mir dann was einfallen, was wir dann für Dienstag machen. Wie gesagt, also ich verrate jetzt schon mal. Ist, ja, also genauere Info werden dann auch noch genauer noch folgen, also wann es jetzt genau um welche Uhrzeit stattfindet. Auf jeden Fall werde ich ja auch mehr, also viel Minecraft spielen. So mindestens eine Stunde, sprich so 4, 5 Videos kommen dann. Seid auf jeden Fall dabei, wenn ihr Bock habt. So, das sieht irgendwie so aus, wie ein bisschen, wenn jetzt hier so Wasser wäre an den Seiten. Also wenn wir jetzt in der Wasserwelt wären, hier und hier, dann wäre es eine schöne, dann wäre es eine schöne Leuchtbrücke, muss man sagen. Dann sähe es richtig nice aus. So. Ups, zu weit. Dann hier. Schaut euch das mal an. Hier, hier, hier. Und ich bin auch gleich gespannt, was wir jetzt gleich erleben werden in der Überlebenswelt. Denn da war ja das letzte Mal das Ding, dass ich leider von einem Enderman gekillt worden bin und somit alle meine Sachen verloren habe. Mal gucken, wie es jetzt gleich aussieht. Ich glaube, wir sind immer noch in der Nacht und müssen uns ein bisschen verstecken. Wir schon mal ein bisschen hier Leuchte in der Welt erscheint. Zack, hopp. Dann so. Das zur
Straße. Dann gucken wir mal hier so ein bisschen. Jo. Jetzt hier mal zu. Na, ich habe nicht das richtige Material. Moment. Muss ich das richtige Material finden? Brauche ich nicht. Was ist das denn? Schmelzofen, Räucherofen und der normale Ofen. Webstuhl, Schmiedetisch, Bognertisch, Kartentisch, Steinsäge. Warte, wie sieht das denn? Was habe ich hier? Lagerfeuer. Warte mal, Steinsäge. Weiß nicht, ob das jetzt hier unter Wasser funktioniert. Ich teste es einfach mal. Ja, jetzt bin ich lang. Okay. Ach, so muss ich ja genau. Ah, ja. Jetzt habe ich die. Hab ich die. Jetzt schwebt die so ein bisschen in der Luft, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich wollte ja doch. Genau, ich wollte doch hier das Ding zubauen. Das, genau. Das wollte ich holen. So, also wenn ich so fliege, dann geht das. Mache ich das mal zu. Wie gesagt, die Videos kommen alle nach und nach morgen. Das heißt, 7 Videos mit dem Infovideo werden wir mit dabei haben. Ist ein bisschen lustig hier unter Wasser zu bauen, ne? Stell dich vor, ich habe jetzt wirklich eine Unterwasserwelt. Also das ist ja normal eine Unterwasserwelt, aber ich habe ja das Wasser ja ausgelassen hier als Fläche, um auch auf glatten Boden ohne Hindernisse bauen zu können. Deswegen ist es jetzt so geblieben, wie es eben gekommen ist. Das ist aber nicht so schlimm. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus hier. Klatsch. Ui. Eyo, schaut euch mal das ganz Blaue hier an. Ist das nicht schön? So, jetzt fliegt hier aber das Wasser noch. Von mir aus kann auch das Wasser hier fliegen. Ich wollte nochmal hier mal die Fläche hier zumachen, damit wir da ein bisschen ein Lager
Platz haben. Hoppala, was haben wir denn hier alles? Was willst du? Zieht ihr hier mit? Sollen das Alpakas sein? Zieht ihr Alpakas hier mit sich? Ich glaub's nicht. Willst du? Was willst du von mir? Ja. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal mit der City gewesen sein. Für heute. Wie gesagt, Mittwoch wird es weitergehen, aber da muss ich auch mal eine genaue Planung machen. Wir haben jetzt heute die Straße gemacht. Ah ja, ich wollte jetzt erstmal. Ich habe schon wieder was rausgeschmissen. Ich glaube, in echt, also in der Überlebenswelt, könnte man sich auf jeden Fall verletzen. Das ist klar. Das ist logisch. Ja, schaut euch mal an. Wir haben viele Blöcke. Wir haben viele Möglichkeiten. Warte, dann will ich noch mal kurz testen hier mit den Kerzen hier. Und dann halt Feuerzeug. Ja, und kurz einmal Lagerfeuer zum Testen. Ui, warum ist es. Ja, das will ich mir auch mal kurz wissen, was da der Unterschied ist. Feuerzeug. Ich will nur mal kurz mal was testen. Ah, dann geht's so. Okay. Boah. Ja, leck mich doch. Oh. Das sieht aber. Seelenlagerfeuer soll das sein. Cool, cool, cool. Ja. Das waren noch die Sachen, die ich noch mal kurz testen wollte. Wir machen am Dienstag auf jeden Fall weiter. Ich habe aber noch nicht in Planung, wie viele Videos das werden. Also die Straße haben wir jetzt erstmal, zumindest ist der Start. Und vielleicht gucken wir uns das Gebäude da an und gucken, was wir da schon mal machen können. Und wir hören uns jetzt gleich in der Überlebenswelt wieder.